Haben Sie das Menü überarbeitet? Haben Sie nicht. Wenn ich jetzt auf Dreieck gehe, passiert gar nichts. So, passt mal auf. Start. Funktioniert. Ich will den Vollstrecker. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Erster Tag vom Season 2 Update und wir sind ja alle enttäuscht eigentlich darüber, wie wenig Content Multiplayer und alles bekommen hat. Trotzdem haben wir gestern gesagt, wir gehen trotzdem mit offenem Mindset einfach da rein und probieren mal das neue Rebirth aus, also Ashika Island. Und ihr kriegt jetzt die ganze Runde da mit unseren Comms. Wir hatten wirklich Spaß in der Gruppe. Das war wirklich eine gute Runde und man muss es als Fazit sagen, und ich blende es einfach währenddessen ein, ihr könnt mich hier hören, ihr braucht mich ja nicht sehen. Man muss es ganz ehrlich sagen, Ashika Island vom Pacing her, was einfach deutlich schneller ist als Warzone 2 bisher, ist wirklich besser. Es ist wirklich besser als das, was wir jetzt die letzten 3, 4, 5 Monate hatten. Es ist deutlich angenehmer, weil jetzt durch das Movement, weil es eben verschnellert ist, man kann sich Platten geben und sich trotzdem noch bewegen. Es fühlt sich einfach an, als würde man wieder eher dafür belohnt werden, ein besserer Spieler zu sein als andere eben. Und man sieht es ja in der Runde aus, wir outplayen manche Leute, manche waren gut, manche waren nicht gut. Das war echt eine gute Runde, es hat richtig Spaß gemacht. Aber, und das ist auch eigentlich schon mein Fazit dafür, ich weiß nicht, ob alle von euch das genauso fühlen wie ich, aber ich habe gestern im Stream, ich glaube, 2 Stunden Ashika Island mit den Jungs und Mädels aus dem Stream gespielt und dann bin ich wieder zu Tarkov gegangen, weil auch wenn die Änderungen, die wir jetzt haben, das besser machen, sind wir eigentlich mehr oder weniger trotzdem an dem gleichen Punkt oder einem schlechteren Punkt, wie wir in Caldera waren. Jetzt sind die Maps schöner, aber die ganze Franchise bietet einfach nichts mehr. Also sie bietet einem, finde ich, nichts mehr. Keine Höhepunkte mehr, kein gar nichts mehr, sondern es ist jetzt einfach dieser verzweifelte Versuch von Activision irgendwie nochmal ranzubekommen, was gegangen ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich catcht es nicht mehr. Ich fühle mich nach Jahren von Call of Duty und all den Fehlern und dem schlechten Content und der schlechten Qualität der Games und der schlechten Qualität der Server und der Kommunikation, die einfach nie da ist und SBMM. Ich fühle mich einfach ausgelaugt, was diese Franchise angeht. Und ich persönlich bin einfach nicht mehr bereit, es mir anzutun. Ich bin nicht mehr bereit, nach 9 oder 10 Stunden Arbeit in den Stream zu gehen und 8 Stunden Call of Duty Arbeit zu verrichten. Das heißt, es schockiert mich irgendwie. Auf der anderen Seite war es so ein schwelender Prozess und man hat immer gegen angekämpft. Diese Franchise hat mich aktuell als Spieler einfach verloren und ich bin nicht mehr bereit, es mir zu geben. Und deswegen bin ich so froh, dass ich so eine neue, frische Liebe gefunden habe mit Tarkov, wo ich absolut reinsuchte. Es ist ein geiles Game, es ist wirklich richtig gut. Und das ist das, was ich auch die nächsten Monate hauptsächlich eben als Content machen werde. Egal, ob die Aufrufe höher sind oder niedriger sind, sondern aus dem einfachen Grund, dass ich persönlich entdeckt habe, hier ist eine Herausforderung für mich, hier ist Spielspaß, es gibt Ups, es gibt Downs, es gibt vieles. Ashika Island ist besser als alles, was wir jetzt vorher hatten, aber es ist nichts, was mich zurückholt. Und viele aus dem Chat haben im Prinzip das Gleiche gestern gesagt. Es ist okay, aber das war's auch. Und das ist für mich der Zustand von Call of Duty aktuell. Ich wünsche euch super viel Spaß mit der Runde. Wirklich, es ist gar keine schlechte Map. Ich weiß zwar nicht, warum wieder die Farben so trist sind. Auch die Time to Kill ist wirklich sowas von gottlos. Ich weiß nicht, warum man den Timmys nicht zumuten kann, dass sie mal einen Gunfight führen, der länger als 0,1 Millisekunde geht. Aber es sind hier Idioten am Werk. Wir müssen damit leben. Es ist eben so. Nichtsdestotrotz, für alle, die jetzt eigentlich Rebirth-Spieler waren, ist das mit Sicherheit ein richtiger Schritt nach vorne. Und jeder von euch, der seinen Spaß daran findet, dem gönne ich das von Herzen. Aber ich tue es einfach nicht mehr. Es hat Spaß gemacht und eventuell werde ich auch zwischendurch mal in einem Stream 2, 3 Stunden Ashika Island spielen. Einfach nur mal so.
Aber es juckt mich nicht mehr. Die Franchise reizt mich nicht mehr. Es gibt keine Reizpunkte mehr. Es gibt keine Motivation mehr. Ich bin auf dem Weg zu anderen Ufern und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr selber auch das Gefühl habt, ihr seid ausgebrannt in dieser Franchise, macht es so wie viele andere Millionenspieler. Sucht euch was anderes. Es gibt geile Games da draußen. Es gibt geile Singleplayer-Games. Alles Mögliche. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, Leute. Ich bin raus. Soll ich dich draußen? Nein, ich hab keine Muni mehr hinter mir! Ja, Digga. So ein Deutscher. Sagst du alle? Ja, ohne Kumpel. Hätte einfach eine Chimera gehabt. Das war meine, ja. Aber man findet da halt keine Platten irgendwie. Also, soll ich dir die geben, wisst ihr? Nein, alles gut. Okay, also bei den Platten nimmt er sie jetzt, aber bei anderen Platten, die rumliegen, nimmt er sie nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden jetzt. Oder haben wir da einen Shop in der Nähe? Ich geh mal den Shop. Okay. Shop ist in der Nähe, Loadout ist auch direkt neben uns. Ja. Also Chat, ich will ehrlich sein, mit denen haben wir gerade... Oh mein Gott, es leckt. Die haben wir wegrationalisiert. Naja, ich war eher wahrscheinlich eher das Kugelschild. Links vor mir. Tja, Kollege, das kommt davon, wenn du da kämpfst. So. Wie so ein Bastard. Da. Soll ich da Platten kaufen? Okay, und seine Teammates sind ganz hinten. Und wieder Deutsche. Und aber sie wir haben noch nicht genug. Wie die letzten Pisser, Chat. Sie spielen alle wie die letzten Pisser. Man kann sogar sprinten, während den Platten geben. Oh, alles. Ja. Lukas, gibst du mir... Ja, okay, eigentlich brauchst du kein Geld mehr. Alles gut. Soll ich eine Drohne kaufen? Weil wir haben Loadout genau vor uns. Twix, vor dir drei Gegner in dem Haus. Ja. Ich kauf Drohne. Ist hier nicht ein Shop auch, oder bin ich blöd? Der Geist. Ah, der ist weiter, oder? Da ist eine Drohne hinter mir. Oh mein. Das toll. Sind die Bastarde links unten, die ich mir jetzt hole. Okay. Ich brauche nur zwei Platten an dem Shop hier. Platten geben. Ich habe ja keine. Ich war gerade endlich mal Full Blades. Trifft mich so eine Scheiße da. Jetzt rein da. Sind die? Ja, warte. Die sind da unten in der Halle. Warte. Drohne? Oben auf dem Dach. Ja. Er nicht mehr. Er ist raus. Und uns. Ja, ich hab ihn gesehen. Cool, dass ich den falschen nicht benutzen durfte. Das ist One Shot. Nice. Hinter mir kommt was? Unter dir ist einer, oder? Nice. Aber da. Ich muss dir Platten geben. Gib dir Platten. Die von euch gewesen. Ja, meine. Chat, ich versuche zu hören. Aber hören, Ding der Unmöglichkeit in dem Game. Tja, also, es spielt sich mehr wie Rebirth damals als COD jetzt. Gefällt mir, finde ich gut. Großer Fan von. Aber wird nicht ausreichen, um da jetzt irgendwie gesteigert Interesse hervorzurufen. Ich find's cool, ich find's okay, ich hab Spaß gerade. Aber da endet's auch. Also irgendwie, diese Franchise hat mit all den Entscheidungen vom ersten Tag wirklich dafür gesorgt, oh, es ist bestimmt wieder so verkämmt hier, dass man da grundsätzlich Interesse verliert. Kann ich an den Shop nochmal? Ich spiele mit Controller gerade. Hab überlegt, ob ich mit Maus und Tastatur spiele, aber ich war zu faul, die Einstellung wieder zu ändern. So, eine Drohne kann ich nicht kaufen. Das ist... Nö. Tja. Eine Konterdrohne konnte ich kaufen. Ich habe eine Drohne vorne gekauft.
Wahrscheinlich geht's deswegen nicht. Das finde ich so dumm, dieses du kannst nicht staken, bla bla. Da ist so ein roter Punkt auf der Karte. Okay, Geld und sowas. Okay. Lass es für ihn. Alter, ist so laggy. Meine Schüsse kommen so spät an. Unter uns? Da? Es laggt aber wirklich pur, Alter. Der Berg da war einer. Da unten sind welche. Wo ist denn der gerade? Chillback, einer, der hintere Chillback. Da unten drin. Push mal sich. Und noch einer reingelaufen. Der eine ist da hinten, hinter der Tür. Einer ist down. Ist gefinished. Einer down. Sie haben das immer noch genau in deinem Gesicht. War ein Deutscher. Da kommen eine rein wieder. Ich glaube, auf mich wird gesniped. Die Frage ist, ist da jetzt noch einer? Ja, hier läuft einer weg. Zwei Stück. Irgendwann hat jetzt der gesniped. Chillback. Und mein Busch. Da landet einer. Der Down. Landet nicht mehr. Den Kill hab ich bekommen. Ja. Habt ihr Muni durch Zufall? Was für ein Mensch. Oh, hier ist ein Shop. Hier drüben. Sniper. Er hat keine Platten mehr. Sonst hätte er nicht welche gekriegt. Keine FPK-Muni mehr. Ich muss kurz nachladen. Links. Noch einer! Hab ihn. Nice. Hä? Aber die da drüben bei denen. Wir müssen da rüber. Und da ist dann einer drüben bei der Maus. Der snipen rüber. Unter uns? Rechts unter uns? Hinter mir! Ausgeschaltet? In dem Haus ist nein, hier! Happen, 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 happen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hol die, hol die. Danke, danke, danke. Ja. Alter, wer wirft denn da immer die Rauchgranaten? Ich. Ich auch. Alter. Immer noch da oben drauf. Ja, sind alle zu dritt sind die da oben. Hast du noch eine Smoke? Abhock sie weg. Nein. Einer ist drauf. Ich muss runter, ich muss runter. Wir müssen eh uns pushen, tatsächlich. Ist der Shop unter uns oder wo ist der? Da unten ist noch einer irgendwo auf jeden Fall. Einer landet da. Über euch. Nicht mehr. Tot, ich bin blind. Ich auch, full flashed. Unten. Achso, du. Das bin ich. Ja, ich war blind. Down. Ja, bei der Brücke müssen vor dir, Lukas, sein. Da sind gerade welche gelandet. Im Wasser. Im Wasser, unten, unten, unten. Hat ein paar Schildhits bekommen. Der hustet. Benzimas raus. Wo ist der? Ich hab beide. GG! GG!
Das war richtig gut gespielt von uns. Der Sentinel Clan ist wieder zurück. Der Sentinel Clan ist back. Wir sind zwei Wasserratten am Ende. Ja. Vanessa, wo ist unser Sieg in diesem Spiel? Geldgeber. Sugar Daddy. Scharfschütze. Scharfschütze, ich hab gar keinen Scharfschütze dabei gehabt. Meisterschütze. Schütze, wer will keinen scheiß Job. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, der Battlefield-Spieler, da kommt er wieder raus. Sieht man die Kills noch? Schon. Punktübersicht. Ich hatte 8. Ja. Achso, warte mal, Punktübersicht öffnen. Oh, okay. Spiel. Warum kann ich nicht nochmal spielen klicken? Ich will die Punkte alles einmal sehen und einmal die Waffe ändern. Okay, warte mal, Spiel mit Party verlassen. Wo sehe ich denn meine? Das Punktübersicht musst du bei dir. Dreieck. Ist es Dreieck oder Viereck? Dreieck. 8, 36. 36. Spiel.